Hallo und Servus zu einem neuen Video. Nicht schön, das war das erste, was ich mir gedacht habe, als ich das Fahrzeug gesehen habe. Die zweite Meinung ist eine andere und ich möchte euch deswegen das Fahrzeug heute präsentieren. Viel Spaß beim Video. Mitsubishi Space Star in der Top-Ausstattung, und Top-Ausstattung kann man damit begründen, weil der wirklich, und das ist das, warum dass ich im zweiten Nachgang gesagt habe, das Auto ist eigentlich cool, der hat einfach sehr, sehr viel Ausstattung und das findest du eigentlich, ich sage mal, im Kleinwagensegment in dieser Preisklasse eigentlich sehr selten. Die Farbe hier ist Bordeaux-Rot Metallic, eine Perleffekt-Lackierung, wirklich eine schöne Farbe und passt dem Auto dann auch insgesamt. Was er dann noch hat, kann man hier gleich mal als Highlight einblenden. Wir haben hier Voll-LED-Scheinwerfer, Bi-LED, also für Fern- und Abblendlicht. Wir haben LED-Tagfahrleuchten und das rundet das Fahrzeug erstmal richtig gut ab. Das Fahrzeug hat hier jetzt aktuell 1550 Kilometer, glaube ich, drum, 1529, um genau zu sein, wurde vom Vorbesitzer neu bestellt und aus privaten Gründen uns in Zahlung gegeben, weil er von uns ein anderes Fahrzeug mitgenommen hat. Hatte jetzt keine Probleme oder so damit, sondern da haben wir auch noch die Neuwagenrechnung dabei. Das Auto wurde dann eben so bestellt für den Kunden und hat viel, viel Ausstattung. Wir haben achtfach bereift, können wir vielleicht kurz mal nach hinten schwenken. Achtmal auf Leichtmetallfelgen. Achtmal original Mitsubishi, im Winter haben wir 165er Reifen drum und im Sommer die 175er, aber beides als 14 Zoll. Ist einfach ein günstiges Fahrzeug und fast neuwertiger, paar kleine Kratzer und Schrämmchen hat das Fahrzeug, aber jetzt nichts Schlimmeres, natürlich unfallfrei, nach lackierungsfrei haben wir auch nichts feststellen können. Da ziehen wir jetzt heute auch gar nicht rum mit Lackmessen, weil der passt, das dürft ihr uns glauben, beziehungsweise dürft ihr dann selber mit dem Lackmesser bei uns probieren oder wir zeigen es euch kurz, dass das wirklich in Ordnung ist. Mir ist sehr wohl bewusst, dass der optisch nicht so top und schön ist, wie wenn ich vielleicht ein Audi A1 kaufe. Bloß Audi A1 kostet das Zigfache von dem und hat wahrscheinlich nicht so viel Ausstattung drin. Vielleicht können wir das gleich mal mit einfilmen. Wir haben hier Teile der Sitze. Lisa, schwenkt doch mal rein. In den kleinen Karo-Muster, diagonal angeordnet. Weiße Ziernähte mit einem weißen Lederstreifen hier drin. Wir gehen jetzt dann sowieso noch kurz rein, aber vielleicht kannst du es hier gleich noch mit filmen, geh gleich rum. Multifunktions-Lederlenkrad, dann haben wir hier drin eben dann auch Klavierlack schwarz und ja, finde ich trotzdem vielleicht nicht allzu sportlich, aber sehr, sehr schick ausgeführt. Verkleidungen, Türverkleidungen, hier noch in Carbon-Optik. Rundet das wirklich schön ab. Ja, hier bin jetzt natürlich ich drin gesessen mit 1,93 Meter. Da hat man hinten natürlich begrenzt Platz. Aber es ist natürlich auch immer, für was nutze ich das Fahrzeug, was möchte ich ausgeben. Ihr seht schon, Scheiben hinten getönt. Ist aber vieles, vieles eben original in der Serienausstattung drin. Was nicht bestellbar ist, sondern nur nachrüstbar, das sind die PDC-Sensoren. Die wurden von Mitsubishi auch direkt nach Auslieferung nachgerüstet. Haben wir hier für hinten und auch vorne. Und halt, bleibt gleich hinten. Wir haben sogar eine Rückfahrkamera hier hinten drin. Dann können wir euch gleich noch Kofferraum zeigen. Natürlich nicht allzu überüppig, das sollte einem klar sein, aber hat hier sogar einen doppelten Ladeboden drin. Auf 180 km/h soll das Fahrzeug beschleunigt werden, so steht es jedenfalls eingetragen im Fahrzeugschein. Wir haben hier einen 1,2 Liter Mitsubishi 3-Zylinder-Saugmotor, was ja heute
eher seltener geworden ist, weil die meisten sind trotzdem Turbo aufgeladen, aber hier haben wir einen Dreizylinder-Saugmotor mit Steuerkettenantrieb und ja, hier haben wir die Starterbatterie noch. Mehr muss der Kunde eigentlich sonst immer nicht wissen. Die Fahrzeuge sind eigentlich relativ schmerzfrei. Motoren laufen eigentlich gut, aber das weiß jeder, der schon selbst Mitsubishi gefahren hat. Sein kann immer was, aber die Dinger laufen eigentlich recht gut. Ja, zur Klimaanlage haben wir natürlich das 1234YF drin für Leute, die sich damit auskennen, ist aber meistens für einen Endkunden weniger interessant. Serviceaufkleber sind eben drin, es sind auch schon Service gemacht worden, man möchte es nicht glauben, ist aber dann auch nochmal alles bei uns auf der Homepage hinterlegt, wo ihr die Fahrzeuge nochmal weiter besichtigen könnt. Wenn ihr Interesse habt an dem Auto, dann meldet euch einfach unter der 09602 61 85 3x6 oder schreibt zu unserer WhatsApp unter der 0179 55 94 527. Schauen wir uns noch kurz den Innenraum an, weil ich das toll finde, dass ich euch das präsentieren kann, was er noch alles hat, und viel Spaß dabei. Schauen wir kurz rein. So, jetzt haben wir im Innenraum des Mitsubishi Space Star. Habe hier jetzt das Infotainment-System angemacht, das jetzt eben gleich, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch für DAB Plus. Dadurch wird FM eigentlich wahrscheinlich weniger genommen, geschweige denn AM. Wir haben einen DAB Plus Modus drin. Wir haben natürlich, wie ich euch gerade auch schon gesagt habe, ein Navigationssystem drin. Bekannt als TomTom natürlich auch hier integriert, aber fest integriert. Ich finde in einer guten Auflösung für ein originales Navigationssystem. Haben hier oben eben ein CD-Fach, wo gibt es das heute schon noch? Eher selten. Haben dann hier eben die Klimaautomatik. Jetzt, Lisa, jetzt muss man schauen, bringst du das mit drauf? Ja. Haben wir hier die Start-Stopp-Automatik zum Deaktivieren, haben dann hier Spurhalteassistenten zum Aktivieren und Deaktivieren, haben dann hier noch eine USB-Station zum Andocken, auch eben dann für Apple CarPlay, Android Auto möglich. Dann haben wir hier Sitzheizung zweistufig für High and Low. Reicht bei den Fahrzeugen eigentlich immer aus. Da hat es Skoda die größeren Probleme, weil in Stufe 2, wenn bei Skoda nur zweistufig ist, ist es oft den Kunden zu heiß, beziehungsweise mir auch. Dann, wie angesprochen, haben wir hier die Rückfahrkamera mit Einparkhilfe vorne und hinten. Ja, eben das angesprochene Multifunktionslenkrad mit Tempomat. Dann haben wir noch einen Abstandswarner. Da kannst du mir jetzt kurz mal die Kamera vorreichen. Danke. Den Abstandswarner hier. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Den könnt ihr hier mit aktivieren und deaktivieren. Leider wissen wir nicht, für was dieser Schalter ist. Wir haben es nicht rausbekommen. Wenn das jemand weiß, darf er uns da gerne Bescheid sagen und in den Kommentaren drunter schreiben, weil wir haben es wirklich nicht rausgefunden. Ja, wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Dann dürft ihr auch gerne eine kleine Probefahrt damit machen. Wir finden das Auto wirklich super, super cool. Wenn auch der erste Anschein für mich selber nicht so war. Kleines Highlight vielleicht noch für Nicht-Mitsubishi-Kenner. Ich ging hier auch rein und suchte vergeblich den Start-Stopp-Knopf. Den haben wir hier vorne links. Und hiermit kann ich auch heute dieses Video beenden. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.